Oh, Karma, direkt einen Fuß gestoßen. So, komm, machen wir mal eben einmal. Ein Reset. Und dann können wir uns einmal den ganzen Zauber hier angucken. Nee, doch, oh! Doch, Lufia 1, der erste Teil. Ich meine, vielleicht habe ich nachher auch noch ein anderes Programm. Aber da weiß ich auch nicht, ob Breath of Fire dann doch über Switch oder so. Ja, das Spiel mit den nervigsten Encounters, absolut. Eigentlich ist das ganze Spiel nervig, aber egal. Lufia 2 ist besser, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Eigentlich habe ich sogar kurz überlegt, machst du doch erst Lufia 2, weil das ja die Vorgeschichte ist, aber ne, machen wir später. Aber komm, Luffy habe ich auch immer wieder mal überlegt gehabt. Ich habe nur leider heute beim Vorbereiten, deshalb ist das Layout nicht fertig. Ich habe leider kein schönes Artwork für den Background gefunden. Und deshalb ist es jetzt so, wie es ist. Das Einzige, was ich machen kann, ist, ich könnte das halt einfügen, aber das ist von Lufia 2. Deshalb lasse ich das lieber. Oh, wie nennen wir den denn? Wie nennen wir den denn? ich habe eigentlich schon eine blöde Idee, aber nein, das tun wir nicht. Boah, ich und Nah. Ach komm. Oh, scheiße. Komm, dann machen wir anders. Dann nennen wir den. Ich wollte eigentlich Minati nennen, aber das geht nicht. Nehmen wir einen Goro. Oh, da geht's nochmal von vorne los. Ha, da meinst du mal einen guten, dann gibt's das doppelt. Das war ja damals echt schlau. Vielleicht hätte ich den Ventilator vorher machen sollen. Egal. Ich habe Lufia 1, um ehrlich zu sein, nie durchgespielt. Ich bin immer nur bis dahin gekommen, wo man das Schiff holen soll. Und da habe ich immer Schnicke gekriegt. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt im Stream endlich mal durchkriege. Aber ich muss zugeben, ich finde eigentlich dieses ganze Konzept mit den Sinistrals eigentlich ganz cool. Ne, die Viecher, die da einfach so auftauchen und hast dich gesehen. Eigentlich ist das immer eine coole Geschichte, wenn du so überlegst. Ne, so Kreaturen, die warum auch immer geboren werden, um die Welt zu terrorisieren, ne, meistens so als Strafe für die Menschheit oder irgendwie sowas, ne? Ja, es ist so dunkel. Ich fühle eine Energie. Das sind alles Saiyajins. Das ist das, was mich immer an Lufia 2 so gestört hat. Dass sie urplötzlich alle so diese Fähigkeiten hatten, Auren zu spüren, wie Goku, Vegeta, Cell und hast nicht gesehen. Oh. Mal gucken. Okay. Und mal eben gucken. Okay.
eben nur ein bisschen für Menü reinkommen. Ich liebe diese Musik ja, wa? Die habe ich damals auch als Trailer-Mucke für mein Spiel genommen. Was? So als ob man die Story tatsächlich nach 2 geschrieben hätte, so fühlt sich's an. Ja, kann doch durchaus sein. Ja, Thunder war, glaube ich, nicht die beste Idee, oder? Kann man nur mal abbrechen? Ne. Aber es ist durchaus möglich, dass man... Ja gut, ich sag mal so, es ist manchmal leichter, ein Prequel zu schreiben als ein Sequel. Also, ne, die Story war halt da. Und dann sich die Vorgeschichte ausdenken. Ne, war doch eigentlich einfach. Mir geht das mal so sagen. Vergiss nicht, dass deine Angriffe daneben gehen, wenn sie auf ein Monster gerichtet waren, die vom Angriff... Ja, das weiß ich. Das habe ich noch dunkle Erinnerung. Danke nochmal trotzdem für den Hinweis. Aber dunkle Erinnerung hatte ich's. Das ist eigentlich auch der größte Kritikpunkt, den ich an diesem Spiel mit habe, dass du halt, wenn das eine Gegnergruppe ist, alle davon markiert werden. Und du dann halt denkst, ja, greif doch jetzt hier zum Beispiel, ne, greif doch erst den Linken an. Aber kann ich so sagen, die links, rechts, links, rechts, rechts, links angreifen? Ich meine, ist jetzt egal, ne? Aber das kann schon mal ein bisschen nervig sein. Dass du denkst, ja, mach doch erst in einem platt, ne? Siehst du, das meine ich jetzt. Ich meine, ist er platt gegangen, aber... Ne, wo du denkst, warum hast du nicht auch den linken angegriffen? Was soll der Rotz? Das ist so ein bisschen ein größter Kritikpunkt an dem Spiel. Aber ansonsten... Mad Wolf, okay. Was? Ja, das stimmt. Das zieht sich teilweise wirklich lange alles. Ja, ganz ehrlich, ich denke mal, das war eins der frühen Spiele von Taito da auf der SNES. Und ne, die haben sich da halt einfach immer zusammengeknobelt, haben es nur gut gemeint. Alles gut. Ne, ich verzeih's denen, wenn du überlegst, Lufia 2 war ja schon direkt wesentlich besser, was das anging. Ne, da kann man ja echt nichts gegen sagen. Ja, die wollten mal vom Kuchen abhaben, ne? Das ist einfach so. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die da komplett Scheiße gebaut haben. Also, es ist gewöhnungsbedürftig. Es sind teilweise noch so Klamotten, wie man sie von den frühen Final Fantasy auf der NES kannte. Aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, ist absolut Grütze, absolut gar nicht. Aber wie war denn dein Samstag, wenn ich fragen darf? Na, ich finde, ein paar von den Räumen sind teilweise zu groß geworden. Die ziehen sich dann so. Okay, ich hätte auch abkürzen können, aber ist ja egal. Und dass die Musik halt in jeder Map neu startet. Level sind übrigens sehr ausschlaggebend, fast Terra-Niveau. Ja, das weiß ich. Das habe ich immer bei dem Schiff das Schnauze voll bekommen. Und das Grinden finde ich jetzt hier sehr langatmig. War okay, dein Samstag. Ja, meiner war ganz schön. Klar, ich wollte etwas früher schon streamen. Eigentlich waren wir jetzt schon ein paar Stunden dran. Aber Papa hatte wohl irgendwie sein 3D-Drucker zerschossen. Und wusste nicht, ob ich jetzt irgendwie... ob er es wieder hinkriegt und hat dann gefragt, ob ich ihm helfen könne. Ja,
Klar hätte ich ihm geholfen. Aber er hat es dann doch an Laufen bekommen und da hat er, da war ich aber schon hier, dass ich allen Bescheid gesagt hatte, dass ich später streame. Und da habe ich gesagt, ja, nee, komm, dann komme ich jetzt auch vorbei trotzdem. Ne? Haben wir ein paar Kekse gegessen und zusammen Abendbrot und Eis gab es auch noch. Also war ganz schön. Dual Blade, yeah! Time for duel! Was? Okay. Genau, wir werden euch auseinander pflücken. Ja, ja. Love is easily smash. Oh, Gades! Ja, ja, ein würdiger Gegner. Ja, genau, zuerst Gades. Ich finde ja den Gades in Lufia 2 viel, viel geiler. Oh, schade. Na los, geh platt. Boah, Junge, du bist doch nur der erste von den vier. Wie viel AP hast du denn schon? Hä? Ist doch nur ein Showkampf hier. Mensch, Mensch, Mensch. Ah, geht doch. Moment, ich mache hier sofort weiter. Moment, ich muss mal eben hier was gegenchecken. Irgendwas ist jetzt hier wieder komisch. So. Ja, so ist schon wieder besser. Ich muss dann irgendwas gegenchecken auf dem Handy. Irgendwas war seltsam. Nein, du gehst nicht zu da aus. Nein, nein, nein. Amon. Amon Ra. Pharao oder ähnlich war er. So, Arti haut sich jetzt erstmal eine Packung Champion rein. Wie viel Pizza hast du denn gestern reingeschaufelt? Oder war dir zu warm für Pizza? Boah, Junge. Mach doch nicht mal deinen Zander oder Sander oder Sunda oder whatever. Bam,
Mann, geh platt jetzt, Junge. Ich will nicht mehr mit dir spielen. Ich will zu Erem oder wie sie hieß. Ah, Guy muss ja erstmal packen Champion fressen, glaube ich. Ja, geht doch. Nein. Selam braucht, glaube ich, auch erstmal eine Packung Champion später. Oh, Stronger. Geil, Stronger nehme ich. Warte mal, war das jetzt nur heilen? Scheiße, ich dachte, das war verstärken. Na egal. Was, Mirror? Du blöde Kuh! Du blödes Frettchen! Benutzt die Mirror! Nein! Scheiße. Ja, hör mal, jetzt nicht spoilern. Bitte jetzt kein Backseating, weil ich habe die Story nie weit gespielt. Ich weiß wirklich nur, dass Lufia die Wiedergeburt von Erem ist. Aber mehr weiß ich nicht. Deshalb bitte jetzt nicht spoilern. Ne, danke. Konntest du jetzt nicht wissen, alles gut. Wobei ich habe ja gerade erwähnt, dass ich das Spiel noch nie durchgespielt habe. Aber du konntest jetzt nicht wissen, dass ich mich auch noch nie mit der Story von dem Spiel befasst habe. Von daher alles easy. Aber ja, stimmt, der Endboss in 2 war schon lame, dass du da einfach nur ein Gauntlet gegen die Sinistrals machst. Es war ein bisschen antiklimaktisch, aber ansonsten war es eigentlich ganz nett. Also ich hab Lufia 2 echt gerne gespielt. Ja, ja, ein wahrer Krieger, genau. Der Dao sieht ja irgendwie richtig cool aus, ne? Okay. Ich dachte jetzt gerade, ich hätte vielleicht wirklich einen Spruch, der meine Stärke erhöht. Wobei, ich muss zugeben, wenn ich jetzt so an Lufia 2 denke, ich finde ja eigentlich die Idee von einem Gauntlet als letzten Boss gar nicht mal so schlecht. Eigentlich darf man jetzt nicht sagen, Daos war der letzte Boss, sondern man muss wirklich sagen, die 4 Sinistrals, alle waren der letzte Boss. Nur halt hintereinander und mit der Möglichkeit, sich zwischendurch zu heilen. Aber eigentlich ist die Idee dahinter gar nicht mal so schlecht gewesen. Die Ausführung hätte nur ein bisschen besser sein können. Ja, natürlich, man hatte gegen diese gewonnen, ne? Ja, klar, im Großen und Ganzen haben die dadurch ihre Gefahr verloren. Eigentlich, wenn du überlegst, die erste Begegnung mit Gades, wo der einen da auseinander nimmt,
da hattest du eigentlich das Gefühl, scheiße, die Viecher sind gefährlich, ne? Die können was, die sind eine Bedrohung für die Welt. Später, man besiegt sie zwar, man tötet sie nicht, aber man zwingt sie halt quasi dazu, sich zurückzuziehen. Was bedeutet, dass sie ja eigentlich einsehen, dass du stärker bist als die. Von dem Hintergrund verlieren die natürlich ihren Schrecken. So ein bisschen. Die sind zwar immer noch das absolute Böse und wissen halt auch, wie sie die Welt bedrohen können und sowas. Aber ja. Das Ende von allem. Das Beste ist, die Vorgeschichte, aber von Irizia das Spiel, was ich da mache. Oder gemacht habe. Dass man da eine Rückblende sieht, wo Luciak bezwungen wird. Das ist inspiriert tatsächlich durch Tales of Phantasia und diese Szene da. Ne, es ist aber eher so Tales of Phantasia mäßig. Ich frage mich nur, wo die alle vier wieder hergekommen sind. Die wurden gerade auch noch zu Brei geschlagen. Mein Gott, diese Animation da, davon wird mir richtig schwindelig, ich muss gleich kotzen. Blah. Vor allem, dass da keiner in den Abgrund gefallen ist, wa? Dabei ist das mit Geldes, der dich besiegt, ein Throwback zum ersten Teil. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ach so, ja, doch, du meinst da am Anfang, wo Geldes da auftaucht. Wegwarten. Ich finde ja schön, dass sie da später in Teil 2 ja noch dieses hinten dran gehangen haben. Das ist also, ne, dass er da zurückgeblieben ist. Auch noch am Ende irgendwo was Gutes hatte, weil sonst die Festung ja irgendwo draufgeknallt wäre. Oh, die gesamte Insel. Battle of Doom Island. Ich wusste das noch nicht mal, ich wusste das gar nicht. Aber danke für den Spoiler. Wurde das in 2 erwähnt? Keine Ahnung. Ich bin gerade überlegen, wann habe ich 2 das letzte Mal gespielt? Ist ein bisschen was her. Das weiß ich wirklich nicht mehr.
Aber alles gut, also wie gesagt, eigentlich wollte ich jetzt auch nicht zu krass gespoilert werden, aber okay, danke. Er ist in die Höhle gegangen, ja, toll. Ja, ich würde das Zeug auch nicht herausfordern. Immer kriegst du einen auf die Schnauze. Nee, nee, du hast keine Angst vor Monstern, weil du darauf einbildest, dass du der Nachfahre von Maxim bist. Und da ist Klein Lufia. Nö, kann auch sein, dass ich das überlesen habe oder in der deutschen Fassung gar nicht so erwähnt wurde, ich weiß das nicht. Weil von Lufia habe ich ja auch die deutsche Fassung. Also von Lufia 2. Und ich habe es nur einmal durchgespielt, also so wie von Terra und sowas. Und ich sag mal, in Terra ist ja auch eine ganze Menge von der Story abgesoffen, wie mit der ersten Welt und sowas. Ich habe keine Eltern. Ich wohne nirgendwo. Ich weiß, was Tech ist. Du weißt, dass ich Englisch sehr gut kann, von daher. Noch ein Tag frei, was für Soldaten, ey. Yuria, okay. Was für Soldat, kannst du keinen Krieg mitgewinnen? Na, seit 100 Jahren keine Monster mehr, seit die Sinistrals da kaputtgeschlagen worden sind. Da frage ich mich, wie alt ist Guy da? Weil Guy ist ja jetzt auch über 100. Arti ist eine Elfe oder ein Elf. Der ist ja unsterblich. Ja, keiner ist gekommen, also wurde der Drill abgesagt. Ey, wat ne Armee. Wat ne Armee, kannst du keinen Krieg mitgewinnen. Ist eine Elfin, Arti war eine Elfin. Okay, ich dachte, da war ein Elf. Ist doch egal. Mein Gott, die Renten, der schläft dabei fast ein, ey. Wat ein Soldat. Welche, ja. Überall. Boah, ratet mal, wer heute Morgen um 5.30 Uhr seiner regulären Aufstehzeit durch die Woche wach geworden ist und dachte, er müsste arbeiten. Ah, okay. Nein, nicht der Postbote. Ich habe jetzt auch keine Lust, das alles zu übersetzen, deshalb lese ich das nicht vor. Ja, Maxim ist tot, schon lange, vor 100 Jahren abgenippelt.
Ja, du bist ja der Nachfahre. Bild Silver drauf ein. Maxi muss der Opa gewesen sein dann, oder? Oder Uropa? Ein paar hundert Jahren dazwischen. Na, eher der Uropa. Boah, ey, ich hab so gerade angedeutet, wer war dein Handwagen. Ich hab nicht mal einen Handwagen, du Pfeife. Boah, echt, ey. Du machst mich manchmal echt bekloppt. Oh, wie gemein, ey. Hier, Zimttee. Eins der Rezepte, die von dir, die tatsächlich mal schmecken. Was sich liebt, hat neckt sich, oder? Hey Gott! Ah. Wo immer dann das. Mein bester Freund schreibt jetzt auch noch. Naja, der hat jetzt Zeit, der hat Corona. So, der hat ja Corona und deshalb hat er jetzt Zeit. Haben wir jetzt auch geschrieben, da ich streame und ja. Da kann er ja reingucken. Ich weiß, dass er Twitch hin und wieder mal benutzt. Was? Ed Sheeran wurde angegriffen? Oh, scheiße. Ja, ja. Ja gut, ich würde auch nicht als fremdes Königreich andere Soldaten reinlassen, ne? Invasion und sowas. Halt auch, die Soldaten sind echt... Soldat sein ist ein toller Job, man muss den ganzen Tag nichts tun. Bin dabei. Naja, zumindest in der Welt von Luffy muss den ganzen Tag nichts tun, ne? Na, wo ist er denn hin? Ja, einfach abgehauen. Tja. Und der Kuchen brennt jetzt an. Ups. Was? Monster sind in Ed Sheeran? Ach du Scheiße, wird immer schlimmer. Ja, ja, total friedlich. Und bei Ed Sheeran brennt die Hütte. Hallöchen, Frau Möwe, wie ist es? Holla, schön hinter den Kisten hier. Ach so, du bist die Dingsbums-Tante. Ach du Schande. Erstmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Aber wie hast du das denn angestellt? Aua. Eine gute Besserung an der Stelle. Autsch, autsch. Boah, da tut mir direkt mein eigener Zeh weh.
Architekt gehört verprügelt. Ein Teddybär, okay. Bin am Ergometer von meinem Papa hängen geblieben im Vorbeigehen. Fuß nicht hoch. Ah, ouch. Scheiße. Ja, der Moment, wo das Gerät dann gewinnt, ne? Aua. Oh. Boah, da muss ich an eine Story denken, wo ich mir mal vom rechten Fuß den großen Zeh an den Gartenstuhl meiner Eltern gestoßen habe. Aber frag mal nicht nach Sonnenschein. Ich habe erst so gedacht, aua, tat einfach nur weh. Hab mir auch nichts bei gedacht. Will dann mit dem Hund raus, guck auf den Zeh, weil ich den Schuh anziehen wollte und sehe nur überall Blut. Ja, da habe ich mir mal auf der gesamten Länge des Zehennagels habe ich mir den komplett gespalten. Ja, der war komplett eingerissen und ich hatte dann quasi zwei Zehennägel. Einer lag oben auf, der andere war unten drunter. Das war... jetzt habe ich mich daran erinnert. Warum erzähle ich das? Bin ich eigentlich total bescheuert? Oh, Mama, mir schlecht. War nicht im Krankenhaus, aber ich vermute, dass der Zeh durch... Ja, kannst du ausgehen, wenn ich da so doll gestoßen hast, ne? Und ich sag mal, so im Krankenhaus können die da eh nicht viel tun. Eine Kollegin von mir hatte das auch mal geschafft und... die sagte auch, also im Krankenhaus hat eins, was die sagen, ist ruhig halten, nicht zu sehr belasten und ja, blöd gesagt, warten, dass der ganze Rotz von alleine heilt, ne? Anders geht's eigentlich fast nicht. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass ich selbst schuld bin. Oh. Ich bin halt so bescheuert. Oh. Komm ich hier nicht ins Mühlen? Doch. Hä? Sag mal, wie will er jetzt verarschen? Ich hab schon alle Knöpfe durch. Auf X tut er nix, B geht er raus und bei A geht er auch raus. Der geht immer raus. Nö, auch nicht. Nicht. Habe ich alles probiert. Alle Knöpfe durch. Ja, Luffy 1 halt. Ne, wo du nicht durchblickst, was du gerade falsch gemacht hast. Boah, Junge, geh doch nur auf den einen. Ja, das wird grindlastig. Dann noch 102 Erfahrungspunkte bis zum nächsten Level? Ja, das kann ja was werden. So, jetzt versuche ich das nochmal. Muss ja irgendwie gehen, oder? Moment, so. Also mit A bestätige ich den ganzen Scheiß, aber warum? Oder kann er einfach nur Bracelet nicht ausrüsten? Braucht er was anderes?
Na. Dann kann er nur Breasted nicht ausrüsten, das ist alles. Aber ich habe nicht mehr genug Patte, oder? Hat er nicht schon Sandalen? Ja. Na, ja, warte mal, ich kann ja mal eben. Fünf. Ja, toll, nicht so viel. Wenn man nicht lange genug hochdrückt. Na, die Wolken sind ja ganz schön, ne? Warte, Bullshit hier. Juhu, ich kann nicht durch die Gegner flügen. Soweit. Und ansonsten, wie war euer Tag ansonsten so, Frau Möwe? Hast du denn den Tag heute dann irgendwie noch wenigstens schön verlebt? Wie geht's her, Möwe? Ed Murray, hast du den Pizzaboten heute wieder gesehen? Ja, mein Gott, zieht halt ein Sturm auf, ne? 80 Stundenkilometer ist doch nix. Da muss ich dran denken, als ich mit meinem besten Freund auf RetroCon in Krefeld war. Ich habe ja seit Februar das neue Auto und dann, er hat das erstmal drin gesessen und habe ich dann gesagt, komm auf dem Rückweg, wenn die Autobahn frei ist, mach mal Sportmodus an, Automatikgetriebe halt, ne? Sportmodus angemacht und dann habe ich den rechten Pin durchgetreten auf der linken Spur. Bei 200 km/h habe ich dann mal aufgehört zu beschleunigen. Also für eine Weile mit 200 über die Autobahn geballert. War aber ganz lustig. Was denn? Voll wut. Ja, 200. 200 Stundenkilometer. Jetzt muss man aber dazu sagen, ich habe auch keine Angst vor Geschwindigkeit. Das stört mich alle nicht. Ich fahre halt, also ich fahre in der Regel immer angepasst, angemessen, spritsparend. Und auf der Autobahn fahre ich eigentlich auch nie schneller als 130. Außer beim Überholen dann vielleicht mal 150, aber da war es einfach, weißt du was, die Autobahn war wirklich leer gefegt und es war halt, na also zumindest die linke Spur war frei und komm, haben wir gesagt, fahren wir mal aus die Möhre, ne? Und dann Sportmodus an, das ist auch richtig geil, das Display ist eigentlich so ein bisschen individualisiert, es ist eigentlich so ein türkis-bläulicher Ton, aber wenn du in Sportmodus wechselst, dann oh, scheiße, ich krieg, glaube ich, Schläge. Dann wird das rot. Oh, das wird jetzt eng. Und, das sieht dann so richtig geil aus. Der Sportmodus, alles dann rot. Und dann gib ihm. War schon cool. Aber wie gesagt, ich fahre eigentlich immer spritsparend. Von daher, war das eine einmalige Nummer. Ach, scheiße, nein, ja, ja, ist schön, dass Lufia weg ist. Ja, nein, 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 ich habe zu schnell geklickt und zu viel und nein, überhaupt. Dieses scheiß Leveln, ey, das ist so aufwendig. Aber das Thema hatten wir ja noch nicht mal, ne? Gerade so grinden, das Spiel künstlich in die Länge ziehen. Aber ich glaube, Level 3 sollte eigentlich ausreichen, um gut weiterzukommen. Einen gegrillten Molch erhalten. Ich muss mal gucken. Der hat normale Kleidung an. Oh, scheiße. Normale Kleidung an. Dann kaufe ich dem vielleicht gleich noch eine andere Rüstung, bevor wir loswackeln. Und vielleicht ein, zwei Heil-Items. Naja, wobei mit einem Goldstück pro Kampf mache ich auch nicht viel, wa? Wieso ist das Vieh eigentlich Jellyfish? Das ist ja gar kein Jellyfish. Das ist ja gar keine Qualle. Wussten die Entwickler auch nicht.
It's a jelly. Yeah, call it jellyfish. But it don't look like a jellyfish. No one will ever notice. Platz da. Zweit. Naja, ich habe nicht genug Patte. Scheiße, ich habe nur 81. Egal. Dann mach mal, schieb ich mal auf Seite, Opa. Und ich wäre nie drauf gekommen, dass das ein Händlerladen ist. Und die Switch. Ich habe die auch mal vorsichtshalber die Switch aufgebaut, weil ich nicht wusste, was ich machen will. Und jetzt habe ich gerade gewundert, was leuchtet da unten wieder so dumm rot, aber war die Switch. Beziehungsweise diese Docking Station, die ich da dran habe, um da mehrere Spiele gleichzeitig einzustecken. Mal gleich gucken, ob man hier irgendwie im Menü dort noch eine Einstellung hat, weil irgendwie ist das alles. Ist mir der Text zu lahmarschig, aber ich bin auch verwöhnt. Ah, das ist doch schon schön. Auto-Battle wäre geil, aber ich glaube, das gibt's nicht, oder? Nee. Vielleicht mache ich doch auf Level 4. Ja, ich weiß, dass Luffy 1 ist, aber ich hatte gerade wieder stille Hoffnung. Ganz stille Hoffnung. Ich hatte sehr, sehr stille Hoffnung, dass der Auto-Battle hat. Oh, der blöde Stuhl ist unbequem. Oh. Naja, egal. Ups. Jetzt wäre ich fast in den Kaff gelaufen, da wollte ich ja gar nicht. Der Jellyfish schon wieder. Boah, wobei das Ding erinnert mich ja ein bisschen an Himbeer-Wackelpudding, wa? Wobei, heute, ich habe ja bei meinen Eltern gegessen, fällt mir gerade ein. Und ich muss jetzt gerade an den Tzatziki da nochmal denken. Der war lecker, aber irgendwie das Rezept, was meine Mutter da hatte, hat Petersilie darin vorgesehen. Kann man essen, jetzt nicht falsch verstehen, war auch lecker, wie gesagt. Aber die Petersilie war dann doch eine Mühe zu viel, hätte man noch ein bisschen weniger von nehmen können. Aber das hat Mutter hinterher auch gesagt, beim nächsten Mal nimmt sie weniger Petersilie, war auch ihr ein bisschen too much. Aber war ein interessantes Rezept. Also Vater hat das Rezept auch geschickt gehabt. Ich glaube, das korrigiere ich mir mal irgendwann nach. Ich muss mir noch mal mehr Aufbewahrungsgläser und sowas kaufen, weil dann stocke ich mal auch wieder meine Reisvorräte auf. Ah, fuck, ich wollte doch gar nicht in das scheiß Kaff. Ja, ansonsten mal gucken, was ich morgen mache. Ich war ja gerade irgendwie, bevor ich hier losgelegt habe, war ich irgendwie gedanklich schon, dass ich Urlaub habe, aber ich muss nächste Woche ja nochmal ran. Boah, 21 noch, das dauert aber ewig. Aber ich glaube, den vierten Level mache ich auf dem Weg nach Ed Sheeran. Fertig.
machen wir auf dem Weg nach Ed Sheeran fertig. Ach, der ist ja auch noch ein Kaff. Ha. Was ist hier so los? Was? Okay, er hat davon gehört, er will aber nicht nachgucken. Ja, kann ich nachvollziehen, würde ich auch nicht machen. Jeder Normalsterbliche macht das, nicht nur der hier. Okay. Ich habe da kein Problem mit, das weiterhin Ed Sheeran zu nennen, weil ich das lustig finde. Das Königreich Ed Sheeran erinnert mich ein bisschen... Kennt ihr den Anime Bastard? Bei Netflix gibt's das. Da ist ja auch alles nach Metal und sowas benannt. Ne? Dark Schneider ist ja eigentlich von... Wie ist der? Udo oder Dirk Schneider? Ich weiß ja gar nicht mehr. Dann das Königreich Metallica und sowas. Ich liebe diesen Anime. Ich mag auch diese ganzen blöden Witze. Und ich bin der attraktive Hauptcharakter und so eine Scheiße. Das ist einfach nur geil. Ed Sheeran! Was? Ich soll wieder nach Alekia zurück? Nein, ich will bei Ed Sheeran bleiben. Guck mal. Alles haben sie umgenietet. Ne? Kaputtgeschlagen. Hier. Kaputtgeschlagen. Ne? Sie sind immer noch da. Aber den Pfaffen? Nein. Wir betreten keine Kirche. Wir sind die Sinistrals. Ne, aber hier, ansonsten alles hier K.O. geschlagen, ne? Ja, hier. Hier ist der Eingang zu Ed Sheerans Schloss. Ja, geh schnell nach Hause. Bin eh schon da. Fauliges Wasser gefunden. Süßes Wasser. Wer versteckt Wasser im Bücherregal? Wer macht sowas? Was machen eigentlich diese Arrows? Ist doch egal. Du versteckst Wasser im Bücherregal? Na, das erklärt so einiges. Mein Gott, bin ich wirklich, Junge. Ja, so ein bisschen davon geklaut, ne? Haben sich alle inspirieren lassen. Wobei, ich glaube, heute noch lässt man sich so ein bisschen auch von Final Fantasy inspirieren, was Dungeons angeht. Muss man, wenn der RPG Maker benutzt, ich glaube, ab 2000. Dem RPG Maker 2003 ging das. Da konnte man, konnte man sich auf jeden Fall auch Zufalls-Dungeons generieren lassen, schon von dem Ding. Und die sahen auch alle aus wie bei Final Fantasy 1. Ich bin König von Ed Sheeran. Ja, wo sind sie denn? Aber die Musik ist eigentlich ganz cool. Ich meine, die ist jetzt nicht der Oberbanger, nicht falsch verstehen, aber die ist auch nicht so scheiße. Boah, Junge, schlaf nicht ein. Na toll. Von so einem Pilz mit großen Augen. Überfallen worden. Boah, das war bevor der sich hier mit Gades verschmolzen hat und zu Battle Racers gegangen ist.
So, jetzt mal hier wieder ins Schloss, gucken, ob das jetzt reicht, weil ich war ja in Alec bei Ed Sheeran. Ja, Ed Sheeran wurde wirklich angegriffen. Nein, unser Königreich ist nicht sicher. Ja, los! Oh, guck mal, jetzt bin ich Außenminister hier. Hier der große Sitzungssaal. Wieder Yuria finden, der will lieber Salami verstecken als kämpfen. Durch, ihr tauge nicht. Was? Ja, genau, Monsters sind in Ed Sheeran. Ja, wir hatten schon länger keine Gäste mehr aus Ed Sheeran, weil die alle kaputt sind. Nein, du gehst aber nicht weg, oder? Was? Doch, okay. Luffy ist immer noch sauer auf mich, warum das denn? Ich hab's einfach nur mit ihrem Kuchen sitzen lassen. Ich dachte, die hat sich eingesperrt. Ja, gut, dann vergibst du mir halt niemals. Alles gut. Ja, da ist Trouble in Ed Sheeran. Er muss dahin, ganz schnell. Ja, du hast ja wenigstens für Kuchen bleiben können. Ja, Ed Sheeran ist wichtiger als dein Kuchen. Der ist berühmter als du. Nee, ich wollte gerade sagen, Ed Sheeran und so ein bisschen Zimtkuchen vergleichen, das ist echt schwierig. Ja, geh raus, lass mich alleine. Never come back! Hey, Goro Majima. Nein, willst du nicht. Ja, das Maximblut. Mhm. Naja. So ist das halt, ne? Das Maximblut ist ähnlich wie das Saiyajin-Blut. Nein, geh weg! Nein, ich gehe nicht so, wo es gefährlich ist. Ich gehe nur noch Ed Sheeran. Ich will mir seine Musik anhören. Er ist doch nicht so gefährlich. Ist doch kein Schlager. Nein, bitte ich, nein. Ja. Tja, wer ist jetzt der größere Sturkopf? Ja, ja, bla bla bla. Oh Gott. Was? You don't like me? Ja, genau, ich mag dich nicht, also geh weg.
Och, boah, laber doch nicht so viel im heißen Brei herum, die geht doch eh mit. Genau, er passt auf dich auf, irgendwie. Ach komm, laber nicht so viel meisten Brei rum. Jeder weiß, dass sie mitkommt. Können wir jetzt endlich weiter? Boah, Leute. Wieso? Das ist ja nur offensichtlich, dass sie mitkommt. Guck mal. Sie ist ja hier sogar auf dem... Auf dem Cover, kann man jetzt glaube ich nicht sehen mit meiner Maus, aber die ist sogar da auf dem Cover drauf. Und guck mal, der hält sogar den Arm um sie. Der hat übrigens voll das hässliche Gesicht. Sie ist Level 1, yay. Aber da warte ich auch. Was? Wie wer? He-Man? He-Man! Wie Adam! Ich fand ja den neuen Adam in Revolution und Revelation, nicht unbedingt diese Reihenfolge, fand ich ja eigentlich viel besser als den Original Adam. Weil wenn du überlegst, da in den neuen Serien der Adam, ja der ist schmal, der ist schlank und wird erst als He-Man muskulös. Ne, so dass man wirklich sagen kann, ja, ich wusste nicht, dass Prinz Adam He-Man ist. Aber in der alten Serie, weißt du, Kampfkante Adam kommt da rein und wird zur Kampfkante He-Man. Wo du denkst, also, wie blöd muss man eigentlich sein, dass da keiner checkt, dass das da He-Man ist. Die sehen genau gleich aus, aber wirklich komplett gleich. Hurra, hurra, der He-Man mit dem roten Haar. Ab und zu klatscht er die Mobs und macht die gleich auf. Was? Kann man das auf die Melodie von Pumuckl singen? Ja? Okay. Naja, ich meinst du jetzt auf dasselbe wie hier Hurra, Hurra? Nee. Der Pumuckl mit dem roten Haar, hurra, hurra, der Pumuckl. Was, auf dieselbe? Also statt hurra, hurra, der Himmel mit dem roten Haar? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie soll man das denn darauf singen können? Ey, ich wollte gerade sagen, wenn ihr jetzt auf den rechten flasht, ey, ich bring die um. Blödes Mistvieh. Aber Glück gehabt. Ach so, nee, da kann ich die Textzeile und die Melodie nicht aus dem Kopf. Deshalb würde das, glaube ich, dann falsch klingen. Warum bist du nicht auf den anderen gegangen? Du hättest ja noch gewone-hittet, du blöde Kuh. Na egal, so geht's auch. Ja, Mädchen, ich kenne doch nicht mal die Stelle. Ich weiß die Melodiestelle nicht. Ich müsste mir also erst das Pumuckl-Lied anhören, um das nachmachen zu können. Sonst klappt das nicht. Yeah.
Sonst würde ich das sofort machen, hätte ich kein Problem mit. Was ist das hier eigentlich für eine Höhle? War ich hier schon mal drin früher? Cool. 200 Gold gefunden. Nett. Toll, das bringt's. Die Spinne gefällt mir nicht. Ah, warte mal. Kann sie da Breastlet ausrüsten? Ja, Tatsache. Ja, 200 IQ Equipment, so sieht's aus. Vielleicht sollte ich doch nochmal eben gleich einen Boxenstopp in diesem einen Dorf da einlegen. Und vielleicht eben einmal das Inn benutzen, weil Lufias Magiepunkte gehen jetzt wohl doch gerade ziemlich zur Neige. Ja, 5 Goldstücke geht ja noch. Und ich glaube, ich sollte mir gleich mal eben noch mal was Neues zu trinken holen. Wird echt Zeit. Mal gucken, gibt es hier auch noch irgendwie einen Rüstungsladen oder gab es hier nur diesen komischen Händler? Hier gibt es nur die Tante. Okay, dann ist das halt so. Uah! Bin ja weit gekommen. Oh, guck mal, wir liegen hier rum. Los, reiß dich zusammen, Soldat. Ist in... Was? Deine Schwester Layla ist in Ed Sheerans Schloss? Oh, Kacke. Ja, ja, ich bring dich nach Ed Sheeran. Dann können wir uns zusammen die Musik anhören. Way, cool. Ich habe den Schlüssel zum Schloss von Ed Sheeran. Oh, fuck. Bitte nimm eine andere, genau. Warum habe ich nochmal... Ah ne, der Stand hier nochmal angegriffen. Was? Dann wirf den Schlüssel weg. Tu es für meine Ohren. Magst du die Musik von Ed Sheeran nicht? Der hat damals... was heißt damals? Aber
hier eins seiner Lieder, ich habe vergessen, wie Thies, war damals bei der Hobbit Smaugs Einöde für den Abspann. Wurde er benutzt. Nee, das Lied sagt mir jetzt gerade so nix. Ich weiß nur, das von hier, der Hobbit, Smaugs Einöde, das habe ich geliebt. Und das war damals so fies, das war so fies. Ich war damals mit Freunden im Kino und dann kam, dann haben wir den Film geguckt und das war wirklich geil, wie die da, ne, Smaug dann da bekämpfen und sowas. Und dann wirklich, der Drache bricht dann da aus, Erebor da aus, fliegt los, ne, ich bin der Tod. Boom! Directed by Peter Jackson. Nein! Ich will wissen, wie es weitergeht. Das war so eine Scheiße, ey. Boah, das war so ätzend, ey. Da musstest du ein Jahr warten, bis der dritte Teil in die Kinos kam. Ja, was machen die Ritter von Alekia in meinem Reich? Ja, es erobern. Und was sieht's denn aus? Ich bin Layla. Free Layla. Die Puffmama heißt Layla oder so ähnlich. Boah, guck mal, ich habe so eine große, mächtige Armee. Genau, meine mächtige NPC-Lufia-Armee. Guck mal, das vorne, das bin ich. Danach kommt Karo als Kommandantin. Der mit der Krone ist Fohle und die beiden Mädchen, muss ich gerade überlegen, Geiges und noch jemand. Wer gehört noch zur Lufia-Armee? Ich habe die Mitglieder gerade nicht alle im Kopf. Way, die Kroko-Armee. Teenage Mutant Ninja Crocs. Ja, ein alekischer Krieger, ja, ja. Ich und die Jungs auf dem Weg Z4 Lufia spielen. Das war geil! Warst du nicht dabei damals? Wo war. Weißt du, wo er da sagte, ja, da müsst ihr eine ganze Menge reinspritzen, da kriegt er niemals hin. Und dann fehlten. Doch, warst dabei? Fehlt dir nur ganz knapp unter 100 Gifted Subs? Und dann wart ihr wirklich, wenn jeder von uns etwas über 30 gibt, sind wir da. Ja, und schon ging es los. Geiges bist dabei, yo, B-Box bist dabei, yo, alles klar. Pom, 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 jeder über 30 Subs rausgeballert. Und ich weiß nur noch, wie Z4 da saß und nur gesagt hat, ihr Schweine. Der hat das nur mitgerieben, weil das wirklich der Moment der Realisation, ihr Schweine. Und deshalb musste der Lufia spielen. Das war geil, war eine geile Aktion damals. My mission is destruction, yay! Ah, so schlecht war er gar nicht drauf. Er war gar nicht schlecht drauf. Gades, yay! Gades! Yo! Avi Jen kennst du ja auch, ne? Jetzt wo ich gerade so gay das sag. Normally they say Ninja Gaiden. Ich weiß, dass ich nicht gewinnen kann. Ne?
Aber ich mache hier ein paar Free Hits, ist alles okay. Bam. Ne? Und dann die Outtakes davon dieser Folge Ninja Gaiden. Das ist wirklich. Ne? Normally they say Ninja Gaiden. Ninja Gaiden. Ne? Also wo der Typ dann so richtig, richtig übertreibt. Ne? So richtig mit Gaiden. Und so ein Schwachsinn, ey, das ist so lustig. Ne, so Gate to the Double A Dan. Und so ein Scheiß, ey. Ich hab grad die ganzen Outtakes von dieser Ninja Gaiden Folge im Kopf, ey. Ah. Das ist so geil. Kennst du die Outtakes von der Ninja Gaiden Folge vom AVGN? Ja, die anderen sind auch wieder da. Amon, Dars und Erem. Ja, Erem steht da gleich rechts von dir, aber das war, das ist ja eigentlich offenes Geheimnis. Das ist ja noch nicht gespoilert, wenn so ich das weiß. Layla! Ja, ich weiß es halt nicht mehr alles. Es tut mir leid. Roman! Listen to your heart oder so ähnlich. And then I. Ja. Ja, sie will Roman halt nicht alleine lassen, ne? Das ist ja auch verständlich. Oh, ich guck mal. Heute wird, glaube ich, nicht so ewig lang der Stream. Ich denke mal, ich mache die 2 Stunden voll und dann ist das gut. Und ich glaube, das hier lade ich auch bei YouTube hoch. Da habe ich ja schon 3 laufende Serien bei YouTube. Powerwash Simulator, Ronin und Lufia. Na, he said go. Ich werde dich, Maxims Nachfahre. Go! Wo ist denn Layla? Muss ich mir jetzt noch Layla einpacken? Dann erstmal durch Speicher? Oh Gott, gruselig. Scheiße, ich bin schon wieder zu weit gelaufen. Mann, ey. Ha. Ja. Point of View speicher's einfach nicht. Gehst dann versehentlich Game Over? Nein. 2 Stunden, 3 Stunden. Wobei, das habe ich wirklich mal gehabt. Ich habe das mal mit Final Fantasy 8 gehabt, 3-4 Stunden gespielt, nicht gespeichert und von diesem Archeodino da kaputt gewichst worden. Weißt du, das war ätzend. Und dann hatte ich auch einmal bei Yakuza, ich weiß auch nicht mehr welcher Teil, auf einmal die PlayStation aus. Ich hatte nämlich vorher was daran rumgebastelt und habe nicht mitbekommen, dass der Stromkabel nicht mehr ganz drin war. Das ging ganz lange gut. Aber leider nicht, nachdem ich 2 Stunden nicht gespeichert hatte. Das war scheiße. So. Sandalen hat sie an. Dress, small knife. Kann ich da auch einen Dagger kaufen? Ja, Tatsache.
Also. Boah, Climb Evox hat jetzt schon 2 Stunden gespielt, dann kann ich ja auch endlich mal eine Pause machen. Cable Rides. Ja, so ungefähr war das. Auf einmal hat der Stromkabel dann doch nicht mehr genug Saft geliefert. Und ich hab mich geärgert. Ah. Vor allem, ich dachte erst, die PlayStation wäre kaputt, da war erstmal meine größte Sorge. Ja, und dann gemerkt, oh, der Kabel, der hängt aber wirklich mehr lose als. Tja. Soll vorkommen, wa? Muss ich nicht nur alleine aufsammeln? Jemand vergesse ich da dauernd. Warum haben wir Layla überhaupt eigentlich mit Tieren genommen? Wir sind doch an diesem komischen Shatam vorbeigelaufen. Verstehe ich jetzt nicht. Graveyard Keeper könnte ich auch mal wieder spielen, fällt mir gerade mal so ein. Ich glaube, ich habe Layla vergessen, oder? Ich habe jetzt erst gedacht, okay, vielleicht kommt die automatisch, wenn ich hier. Ich gehe nochmal da rein, weil jetzt bin ich mir nicht sicher. Ich habe jetzt auch keine Lust, immer hin und her zu rennen. Also hier habe ich ja eigentlich alles angeguckt. Hier war ja keine Layla. Vielleicht ist sie am Schloss. Der König hier will Ed Sheeran wieder aufbauen. Wer ist das? Was? Die sind in den Backrooms? Ach du Scheiße. Naja, königliche Hohlheit. Wie ist es hier so? Cable Rights vor allem. Kabel haben auch Rechte. Ah, echt, ey. Das war eine Nummer. Scheiße. Dreckiges Kaff. Und wenn ich heute, das sehe ich jetzt gerade, wo ich die Bäume so sehe, ne? Wenn ich heute eine Map mit dem Epic Game Maker so machen würde, aber genauso, ne, da sind viel zu wenig Bäume, viel zu wenig Vegetation, viel zu wenig Unterschiede auf den Grasflächen, da ist ja gar keine Blume in Tion, ne? Das sieht da gar nicht aus wie in echt. Und dann sitzt du da, spielst so ein Spiel und denkst dir, yo, da haben sie damals Geld für verlangt, weißt du? Und heute, dürftest du sowas nicht machen, als Amateur. Daniel oder Daniel oder whatever. Layla, yo, Daniel. Nehmt euch ein Zimmer. Wobei damals, ich muss mal zusagen, RPG Maker damals, so wo die Phase war mit dem RPG Maker 2000, 2003, habe ich glaube ich schon mal erzählt, die Community war ja teilweise echt toxisch. Und du musst jetzt echt vorstellen, ihr müsst euch jetzt echt vorstellen, alles, was damals so an Neuerung kam, an neuen Erkenntnissen oder Technologien, ne, wie hier Lichteffekte und so ein Quatsch, die man da machen konnte. Das war dann Zwang. Du musstest das machen. Wenn du das nicht gemacht hast, dann war der größte Kritikpunkt an deinem Spiel, du hast ja keine Lichteffekte. Muss man sich mal reintun. Ne? Also war dein Spiel schon scheiße, weil du hast keine Lichteffekte benutzt.
Irma kam Pixel-Movement auf, was scheiße schwierig zu programmieren war, aber es ging. Und wenn du das nicht gemacht hast, du hast gar kein Pixel-Movement. Ja, ich hab kein Pixel-Movement, ja genau. Ne? Oder warum hast du keine Lichteffekte? Ja, weil ich das im Stil oder im Sinne der alten Spiele mache. Da gab es ja auch keine Lichteffekte. Ja, nur weil das damals... Du vergleichst dich jetzt hier mit... Nein, habe ich nie gesagt. Ich sag nur, ich mache das in dem Stil, ne? Das war so eine Scheiße. Ne? Das ist heute Gott sei Dank nicht mehr so in den Communities, es gibt. Ne, aber heute ist es manchmal immer noch, wenn du da was mappst. Ne, das sieht aber doof aus. Das sind ja viel zu wenig Bäume. Und du sitzt dann und denkst dir ja, ist ja auch kein Wald, ist ein Dorf, ne? Bald geht, also. Ne, manchmal ist es wirklich, wo du anguckst, denkst du, ja, recht haben sie. Ne? Ein bisschen was reinmachen kannst du noch. Also da machst du es manchmal auch. Aber es ist teilweise echt immer genial. Ups. Ne, wie einige versuchen, dir ihren Stil da aufzuzwingen. Das ist manchmal echt wahre Wonne. Ist das nicht dieselbe Dreckshöhle wie gerade? Nur jetzt die andere Richtung. Die rechte. Ja, danke. Wird ein bisschen duster hier drin, wa? Ich glaube, ich mach gleich mal Licht an. Okay, das war ja echt ein Satz mit X, war wohl nix. Die mittlere oder die rechte? Oh, du blöde Kuh. Na egal, kannst du ja nichts für. Ist halt, wie das Spiel programmiert ist. Die Mitte. So, jetzt geht's wieder nach Ed Sheeran. Diesmal kann man da, glaube ich, sogar wieder pennen. Yay, guck mal, dem geht's sogar gut. Was? 10? 10 Phalanxe? Ja, ja, ich muss die Reparatur hier bezahlen. Kann das? Hä? Wie viel Geld habe ich eigentlich? 338. Okay, lass mal gucken, ob es hier irgendwie Equipment gibt, Gutes. Ah, ja. Mhm, okay. Das hat's gebracht. Warte mal, vielleicht sollte ich mal eben speichern. Fällt mir mal gerade so ein. Anemone, okay. Den Jelly weg. Tentakel? Verwirrt? Alter, nein! Das kannst du mir nicht antun. Sei doch jetzt nicht verwirrt von so einem doppelten Tentakel. Naja, wir haben es alle überlebt. Sie hatten keine Chance, die Molche. Och, nicht schon wieder, Junge. Nein, oh Gott sei Dank, ich dachte schon. Nein, hau dich doch nicht selber, du Trollo. Wer bist du? Ah, oh, Kerl.
Junge, was ist das denn hier für ein zerklüftetes Gelände, ey? Egal, hier ist schon die nächste Stadt. Ja, keine Ahnung, irgendwie macht mein Laptop und mein Computer hier manchmal im Internet scheiße. Ich bin eh was zu trinken holen. Na, aber jetzt geht's wieder alles. Ja, hier war gerade die Verbindung weg. Dein Rechner hatte kurz WLAN verloren. Aber ich glaube, in dem On-Demand ist hinterher alles zu sehen. Ich habe aber nichts gemacht in dem Moment. Ja, bei mir kam nur Verbindung zu OBS verloren. Bei mir lief alles durch. Und ich weiß aus Erfahrung, im Video On-Demand wird alles zu sehen sein. Aber ich hole mir eben was Neues zu trinken und mach gleich mal Licht an. Das ist scheiße hier an dem PC. Der blöde WLAN-Stick, der ist kacke. Also ich habe zwar einen neuen, aber der ist scheiße. Na egal, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich habe da nicht mal gecheckt, dass da hinterher ausgelassene Frames und sowas waren. Ja, es ist manchmal hier der WLAN-Stick, der ist scheiße. Ich pack den schon so gut wie nie an. Das kann gut gehen, das kann aber auch nicht gut gehen. Aber wie gesagt, ich weiß, im On-Demand wird nachher alles zu sehen sein. Aber ist es nicht viel passiert? Was? Ich bin jetzt im Dreck? Ein Dreck ist dieses Kaff. Ich heb jetzt mal eben die Antenne von dem WLAN-Stick ein bisschen höher. Ich hoffe mal, das hat jetzt keinen Impact gehabt. Das ist nämlich manchmal ist der Stick ist scheiße. Ich muss mal unbedingt was anderes nochmal irgendwann bestellen. Das ist. Ich meine, der ist besser als der alte, den ich hatte, aber die wahre Wonne ist der nicht. Warte mal, er kann nicht das lange Messer benutzen, aber das hier? Ja, nur für eins halt. Das hat er ja schon. Haban 210? Alter, ist das ja alles teuer. Also die Preise sind ja echt total schlecht ausbalanciert, wa?
So, jetzt erstmal wieder ein bisschen hauptsächlich Money Grind, ey. Wenn ich wenigstens auch für Goro hier die andere Rüstung kaufen kann, das wäre schon nicht unpraktisch. Und ich muss mal gucken, kann man hier irgendwie auch das Inventar sortieren? Ich glaube nicht, ne? Ich habe damit zumindest jetzt noch keine Option gesehen, ob man das irgendwie sortieren kann. Was? Sie hat Mountain Dew gelernt. Eigentlich ist das Spiel gar nicht mal so scheiße, was? Es gab im Original Hilftexte zu den Items, wurden in der amerikanischen Version entnommen, weil faul Übersetzer und platt. Ja. Ja, schade eigentlich, weil, wenn du überlegst, für die Magie haben sie es ja behalten, ne? Ich meine, ist ja okay, okay. Aber eigentlich auch ein bisschen blöd, weil bei diesen Arrows, ja, ich denke mal, das sind Sachen, die ich gegen Gegner einsetzen kann. Aber wäre schon cool. Warte mal. Eigentlich mal testen, oder? Ja, die kann man gegen Gegner einsetzen, okay. Mehr wollte ich gar nicht wissen erstmal. Weil für die zwei da jetzt Arrow benutzen, da wäre ja Schwachsinn. Aber vielleicht mal für Endgegner oder sowas gar nicht so unpraktisch. Gerade mit Luffy oder sowas. Ich müsste eigentlich mal überhaupt rausfinden, was der Originaltitel des Spiels bedeutet. Der ist ja Espolis. Oder Espolis, ich weiß nicht, wie man genau ausspricht. Ne, Luffy ist ja jetzt hier einfach wegen ihr. Aber woher kommt dieses S-Pullis? Da wüsste ich gern, was das bedeutet. Das hätte ich eigentlich auch auf Original-Cartridge spielen können. Ich habe dafür auch eine Cartridge oder eine Repro-Cartridge. Aber jetzt ist das über die SD2 SNES. Was eigentlich auch nicht schlimm ist, ob ich jetzt über die SD2 SNES spiele oder über die richtige Cartridge. Ist eigentlich egal. Wie viel Gold habe ich? Zu wenig. Gegengift oder so, sollte ich auch mal gucken. Vielleicht der irgendwas kriegt. Was? Heißt es Espolis Denk Biografie von Espolis? Espolis Denk, okay. Biografie. Ja, aber was ist Espolis? Na, das wüsste ich gern. Was ist Espolis? Oder soll Espolis die Welt sein? Ah, okay. Also in dem Moment hast du das auch geschrieben, da war jetzt zwei doof ein Gedanke. Ja, okay. Dann ergibt das Sinn. Wenn ich überlege, ich hab das jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, aber wenn ich überlege, hier Lufia 2. Kam ja auch so in der Schlussphase des SNES hier bei uns zumindest auf dem Markt. So zeitgleich mit so Titeln wie Harvest Moon, Terranigma. Ne, das war ja so die Schlussphase des SNES. War eigentlich eine schöne Ära damals.
Boah, Terranigma, was habe ich mich auf das Spiel gefreut. Ich habe noch immer die Werbung davon im Kopf. Mit Sylvain Castle, die Musik da. Ne, und dann die Wiege. Und das große Phänomen war eigentlich immer, wann kommen diese Hände davor, ne, von diesem Knochenzauber? Man dachte echt, das wäre irgendwie ein Story-Element oder irgendwie sowas, ne? Und wir waren eigentlich ziemlich sicher, dass die da kommen, wenn man die blaue Tür öffnet und sowas. Boah, wir waren da so wild auf das Spiel, damals auf Terranigma, wir waren so wild drauf. Ne, dann dieser Promo-Comic, den hatte ich damals. Das war schon geil. Ich hatte auch den Promo-Comic von Lufia 2. Und auch den Promo-Comic von Lighted Wars. Und ich glaube, ich hatte noch einen Promo-Comic. Müsste ich aber nachgucken, welcher das war. Aber ich hatte mehrere Promo-Comics damals. Die lagen damals diesen ganzen wie Karstadt, Kaufhof und sowas, lagen die alle aus. Die, an der Kasse konntest du gratis mitnehmen. Ja, und dann durfte ich die immer, wenn die da lagen. Meine Eltern haben gesagt, nimm mit. Ne? War ja egal, war ja gratis, wenn man so will. Ne? Dann durfte ich die mal mitnehmen. Ach scheiße, na egal. Dann geht das jetzt halt ins Leere. Ich habe jetzt gepennt, ich habe zu schnell geklickt. Ich habe erst A gedrückt und dann den Rechtsinput. Hi Quaxo. Ja, ich spiele das Spiel, was nicht existiert. Lufia 1. Onkel for Rip, das ist ja auch ein süßer Emote. Und ich habe sogar vor, das Spiel durchzuspielen. Ist eigentlich auch ganz schön, da kann ich auch so ein bisschen in meiner Kindheit schwelgen. Wobei das Spiel als Kind besitzen war eh nicht drin, den Teil gab es ja bei uns nie. Aber auch so, eigentlich war das immer cool. So, die Spiele damals. Keine Magie mehr, man macht nichts. Lufia 2, ja, Lufia 2 ist Liebe, das stimmt. Lufia 2 ist wahre Liebe. Lufia 1 ist hingegen so eine Hassliebe, irgendwie. Bla 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 bla. Nein, eigentlich will ich dich nicht sehen, sonst krieg ich Ärger mit Lufia. Ich habe mir mal dein Kleid geborgt, tschüss. Hier ist, okay. Okay. Ein bisschen geil, Legion, okay. Ich will dann blöden Wein nicht. Smokeball, okay. Ja, aber Lufia 2, der Promo-Comic, der war damals schon cool. Wobei, der hat sich, diese Promo-Comics haben sie ja damals immer auf Freiheiten rausgenommen. Was? Die Maveria, ja, okay. Tolles Schiff, ist ungefähr so groß wie ich. Na egal. Und ich weiß noch, dass eines der letzten Bilder in dem Promo-Comic, oder ich glaube sogar das letzte Bild, da ist Guy drauf zu sehen, wie er sich bückt an so einer Steinbrücke, Natursteinbrücke, um da irgendwie eine Axt oder sowas aus der Wand zu lösen. Ja, die Comics hatten alle, aber da war halt auch so ein bisschen frei interpretiert. Ich kann euch mal eben was zeigen. Moment. Wo habe ich sie gestellt? Da.
So, Promo-Comics zum Beispiel haben eine lange Geschichte. Und damals zum Beispiel wurde Shotaro Ishinomori gebeten, einen Promo-Comic für The Legend of Zelda, A Link to the Past, zu machen, der monatlich in dem Nintendo-Magazin erschien. So, der Joke dabei ist jetzt, als das Ganze da erschienen ist, das Ding hat 12 Kapitel, das heißt, es hat ein Jahr gedauert, bis der gesamte, genau, es hört nach dem ersten Kampf mit Gardas auf, aber danach hast du noch so ein, zwei Bilder danach, nach dem Kampf, wo die halt weiterziehen. So, und hier zu diesem Comic, 12 Folgen, 12 Magazine bei monatliche erschienen. Die erste Folge erschien noch bevor das Spiel rauskam. Keiner hatte also Vorstellung von dem Spiel, was da so passiert. Und auch der Zeichner hatte wenig Plan, was da passiert. Und hat deshalb seine eigene Fassung der Geschichte gemacht. Weshalb zum Beispiel in Misery Maya so 10 vorkommen. Die es eigentlich gar nicht im Spiel gibt. Oder auch sowas hier. Auf dem Weg zum Schildkrötenfelsen. Ja, schade nur, dass das Spiel rauskam, während der Comic noch erschien, ne? Er hat zwar seine Geschichte zu Ende erzählt. Oder... Ja, hier. Wo zum Teufel kommt das in A Link to the Past vor? Nö, nee, war kein Wasser, das war Schnee, was du gerade gesehen hast. Oder das hier. Wo kommt das zum Teufel davor? Das war Schnee da gerade. Meine ich, oder? Ja doch, das ist Schnee. Ja, nee, hast recht, das ist so... Nee, das soll Schnee sein. Irgendwie so ganz komisches Schneefels-Wassergemisch. Das ist aber ein Schlitten, wo der fährt. Oder Moment, das ist noch geiler. Hier, so sieht Ganon aus. Und der Kampf, der ist so schnell vorbei. Ein Silver Arrow, dann glüht er da so dumm. Und dann, nächstes Bild. Liegt er da schon dumm rum? Hat irgendwie mit dem Ganon aus dem Spiel auch nicht viel zu tun. Und das Schärfste ist dieser komische Wikingerhelm, den er da am Ende kriegt. Ja, so ungefähr. Das ist so bekloppt, ey. Ja, wobei... Die andere Adaption, Manga-Adaption ist auch nicht viel besser. Die ist auch sehr frei nacherzählt mit den Heldenäpfeln, mit der Apfelplantage und so Quatsch. Ne? Ich habe ja alle Mangas von The Legend of Zelda, die auf Deutsch publiziert wurden, habe ich ja hier. Ich habe die auch alle gelesen. Es ist teilweise schon sehr, sehr frei nacherzählt und interpretiert. Aber das da ist echt der größte Scheiß. Vor allem der Beste ist, dieser Zeichner ist für Lolicon bekannt. Ne, hier diese You Go To Jail Mangas da quasi, weil die Figuren alle aussehen, als wenn die nicht älter als 7 oder sowas. Ne, dafür ist der Typ bekannt gewesen. Für Lolicon. Ist das nicht geil sogar? Naja, Maxims Nachfahre. Ja, ja. Follow me. Der Follow me-Wagen. Onkel? Ach so, The One.
Der eine. Naja, die östliche Höhle. Aber ich glaube, ich grinde erstmal noch mal ein klein wenig und mache ein bisschen Money Farming. Aber deshalb, da muss ich jetzt gerade dran denken, weil diese Comics damals, die waren ja auch von... Ich muss jetzt gerade überlegen, waren die Europa-exklusiv? Sind die von Nintendo of Europe rausgegeben worden? Ich weiß das jetzt gar nicht aus dem Kopf. Ob die Deutschland-exklusiv waren oder Europa-exklusiv, weil in Deutschland sitzt oder saß, ich weiß nicht, ob der Standort mittlerweile gewechselt hat, auch Nintendo of Europe. In Großostheim waren die damals noch. Ich weiß gar nicht, wo die heute sitzen. Die sind auf jeden Fall umgezogen. Die sind nicht mehr in Großostheim, das weiß ich. Auf jeden Fall, die Comics, ja klar, die waren auch... Das waren ja einfach nur Promo-Comics. Ne, wie zum Beispiel, der größte Logikfehler, finde ich, in dem Terranigma-Promo-Comic war ja, dass der in Christa hingeht und... Jetzt in Frankfurt am Main, okay, danke. Dass der ja in Christa hingeht und sagt, hallo, sprechender Baum. 3-4 Seiten später... In Südamerika? Die Bäume können sprechen. Ey, Junge, was überrascht dich denn plötzlich? In Christa hast du den ganzen Tag mit so einem scheiß Baum gelabert. Da konntest du über die Kürbisse quatschen. Und da überrascht dich denn plötzlich? Was ja an dem Promo-Comic in, von Terranigma so interessant war, war ja die Tatsache... dass der nach Luran im Schnelldurchlauf, also nicht im Schnelldurchlauf, er geht da gar nicht mehr auf die Story ein, aber er erwähnt am Ende Beruga. Ne? Ne, in Christa im Spiel selber konnten am Ende keine Bäume quatschen, das ging nur im Promo-Comic. Der Promo-Comic von Lighted Wars hingegen, der war interessant, weil er dir eigentlich die gesamte Geschichte vorgebetet hat. Natürlich auch frei interpretiert, aber egal. Ich muss mal gucken, ich glaube auf meiner Festplatte habe ich ein paar Promo-Comics noch runtergeladen. Robert, kann ich mir in den Arsch beißen, dass ich die Dinger damals nicht besser gepflegt habe, ey. Und dass die immer in eine Tonne gewandert sind. Oh. Ich weiß nicht, ob die heute was wert wären, aber mein Gott, ey, eigentlich fehlen die meiner Sammlung. Wenn ich das nächste Mal auf Retro kommen bin, da habe ich nämlich auch gesehen, dass die auch alte Zeitungen und sowas da verkaufen. Wenn ich die blöden Comics da sehe, ey, ich bezahle jeden Preis. Scheiße, habe ich da gerade laut gesagt. Also wenn ihr einer von euch ist, der nächstes Jahr in der Retro-Con ist und ihr seht mich, macht mir einen guten Preis, ne? Nicht hier irgendwie was von 100 Euro nur für den Comic. Ja, genau, 969 Euro bitte. Nicht so wie bei den Big Boxen. Wobei, da bin ich günstiger weggekommen als gedacht, bin ich ganz ehrlich. Habe ich ja damals geschrieben, weil ich dafür bezahlt habe. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich weiß nur etwas über 500 Euro für alle drei. Und da war ich echt noch überlegen, ob ich auch noch die Evermore Big Box kaufe. 2069, ja du mich auch, ey. Scheiße, du sollst die Krabbe grillen. Na klar, dass der die jetzt one-hittet. Krabbe, ich muss gerade überlegen. Ne, ich glaube, ich habe noch nie Krabbe gegessen. Nur Shrimps, glaube ich mal. Aber Krabbe noch nicht. Also zumindest erinnere ich mich jetzt gerade nicht bewusst daran. Und ich muss... Krabbe? Ich weiß, das Fleisch soll sehr zart sein, aber ich habe es, glaube ich, noch nie probiert.
Wo ist denn hier die scheiß Kirche? Da, ne. Kirche, hallo, speichern. Och, Leute. Ich fühle mich gerade wie Deadpool, der Francis sucht. Da. Moment, mal jucken. Hast du schon mal Krabbe gegessen? Wenn du schon so fragst, fällt mir jetzt gerade mal so ein. Esse aber allgemein keine Getränke außer Leber? Was? Der Satz ergibt keinen Sinn. Hat die Autokorrektur wieder zugeschlagen? Und wenn ja, war ganz massiv. Kann das? Alles gut so, aber wieso Getränke außer Leber, kapiere ich nicht. Also Leber, na Hähnchenleber schon mal, aber da muss die auch gut gemacht sein. Wenn die dröhig ist, dann schmeckt das nicht. Schrimps, muss ich gestehen, mag ich nicht besonders gerne. Witz, okay. Da mag ich, ich weiß nicht warum, aber Schrimps und Gambas und so esse ich nicht besonders gern. Scheiße. Ich laufe durch den Sumpf. Na, egal. Oh, schon besser. Ups. Aber ich mag eigentlich Fisch, Meeresfrüchte. Ich mag Muscheln, habe ich schon mal so ein bisschen in der Paella gegessen. War ich auch nicht so schlecht. Krabbe würde ich probieren. Ich würde ganz viel probieren, bin ich ganz ehrlich. Bei uns in der nächsten Chinese wurde die auch so wie Känguru und sowas schon mal braten lassen kannst. Das ist eigentlich auch ganz interessant. Oder auch Krokodil und sowas. Und da hat ein Cousin von mir mal probiert, Krokodil. Und der meinte nur, das schmeckt irgendwie wie Hühnchen, was zu lange im Wasser gelegen hat. Also war jetzt nicht so sein Fall. Aber gut, muss ja auch nicht. Er hat es probiert und wenn man sagt, schmeckt mir nicht, dann schmeckt es eigentlich. Dann ist es halt so, ne? Also, alles easy. Wenn man kein Kroko mag, macht man kein Kroko. Ich würde gar nicht erst probieren. Mein Vater hat, glaube ich, mal... Oh, jetzt muss ich lügen. Was hat der mal probiert? War das Känguru? Weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Aber ich weiß nur, dass ihm das, glaube ich, auch nicht so ganz zugesagt hat. War wohl etwas sehr knorpelig, was er da damals hatte. Ich bin eigentlich immer eher so der Fischtyp. Mit Fisch kannst du gar nichts falsch machen bei mir. Darf halt nur nicht zu viel Gräten haben. Aber ansonsten... Geil, wir sind hier, um dich abnippeln zu sehen. Ja, ein Nachfahre von Maxim. Hallo! Schön, dich zu treffen, alter Freund. Oder so ähnlich. Ja, du bist 100 Jahre alt. Ja, er hat auf Doom Island verloren. Ja, ja. It was Gades. Ja, ja. Also dieses das ist schon irgendwie... Foreshadowing gewesen, haben wir aber nie darüber Gedanken gemacht.
Ja, der will nochmal sein Schwert entrosten und dann ab dafür, ne? Ja. Ja, der hat gerade einen Herzinfarkt. Wäre Goro nicht gekommen, hätte der wahrscheinlich noch gemacht. Jetzt hat er sich aufgeregt und hat die Pumpe ausgesetzt. Hör auf, er lief um den Tisch. Kennst du meine Ich lief um den Tisch-Geschichte? Habe ich dir die schon mal erzählt oder euch? Heute ist das eine Tradition, dass ich jedem neuen Kollegen oder Kollegin die Geschichte erzähle. Nee, kennst du nicht? 2017 im November. War das November? Ich glaube, ja, doch, war im November. Da habe ich eine neue Kollegin eingearbeitet. Und es ging dann darum, Betriebsnummer eingeben. Ja, wo ist denn die Betriebsnummer? Oben rechts auf der Bescheinigung. Wo? Ja, oben rechts auf der Bescheinigung. Wo denn? Ich stehe auf, lauf um den Tisch und schlag mir volles Fund den rechten Fuß um. Aber volles Fund. Gut, ich habe den Tag noch gearbeitet, aber ich konnte nicht mehr auftreten, ohne Fettschmerzen zu haben. Ich hatte dann noch eine Fahrgemeinschaft mit einem Kollegen und dann, er ist dann bis zu sich gefahren, da stand dann mein Auto, ob er mich nach Hause bringen soll. Ich so, nee, wird schon. Nee, ich habe den linken Fuß umgeschlagen. So war das, den linken Fuß umgeschlagen. Und ich sag, nee, ich muss doch nur die Kupplung mit dem linken Fuß treten. Ey, etwa nur 5 Kilometer und nach 200 Metern, nach dreimal Kupplung treten, hatte ich so Schmerzen, ich hätte fast angefangen zu weinen vor Schmerzen. Bin am nächsten Tag dann zum Arzt, weil das ein Arbeitsunfall war, durfte er mich nicht behandeln, habe ich als Krankenhaus verwiesen. Die haben mich da rumlatschen lassen, haben mich dann geröntgt und meinten dann urplötzlich nur noch: Bloß nicht belasten, bloß nicht belasten. Sie kriegen einen Gips, Sie haben sich einen Fuß gebrochen. Ich habe mir also beim um den Tisch laufen, habe ich mir den linken Fuß gebrochen. Den fünften Mittelfußknochen, also den kleinen Zeh. Da quasi. 7 Wochen Gips. Top. Ich behaupte heute, das war meine Kollegin, die hat mir den gebrochen. Ich habe mich sogar mal anhand von rechtlicher Logik, also wirklich anhand von Gesetzen und sowas, erläutert, dass sie schuld ist, weil Kausalität gegeben ist, weil hätte sie nicht so doof gefragt, wäre ich niemals aufgestanden, hätte mir den Fuß halt eben nicht gebrochen. Sie ist also schuld. Und heute erzähle ich doch jedem, die da hat mir den Fuß gebrochen. Und das Beste ist, ich habe dann immer wieder gesagt, die hat mir den Fuß gebrochen. Mein alter Chef hat das irgendwann aufgegriffen, guckt die an und meint nur: Ja, du hast ja Christian damals den Fuß gebrochen, ne? War so geil. Und dann ist heute noch die Story, jeder neue Kollege kriegt dir erstmal erzählt, wie sie mir den Fuß gebrochen hat. Und dann ist heute noch ein Running Gag. Ne? Lauf langsam um den Tisch, sagen manchmal die Kollegen, sonst brichst du dir wieder den Fuß. Und manchmal sage ich dann nur, wieso, die ist doch gar nicht in der Nähe, kann doch nichts passieren. Ist so lustig gewesen. Aber ich bin damit nicht mal der Peinlichste. Meine Ex-Freundin war eine der ersten dokumentierten Fälle in Deutschland, die sich im Homeoffice einen Arbeitsunfall zugezogen hat. Die ist nämlich auch beim Aufstehen, weil sie das Fenster zumachen wollte, hat sich den Fuß gebrochen. Ich bin also nicht der peinlichste Mensch auf dem Planeten. Was? Grenoble? Da muss ich an Crew Runnings denken, diese Grenoble-Mannschaft. Das mit Estozom wusste ich und das mit dem Schwert wusste ich auch nicht. Dann nehme ich das doch gleich. Ich habe echt gedacht, das geht nicht, weil ich da nie wieder hin zurückgelaufen bin. Okay, ein Kofferwort hast du dir selber ausgeknobelt. Okay. Das ist aber cool, Estoson. Ein Kurzschwert nur. Plus 11 Angriffspunkte, gar nicht mal so schlecht.
bei Flash muss ich immer hier an One Punch Man denken, diesen Charakter Flashy Flash. Der Bosse Flashy Flash and Fupp die Wuff Ohr, so ähnlich. And in the room, in the middle stood a good fee, witch, fairy, ultra. Ja, man muss Onkel Hotte dafür gehört haben, dazu verstehen. Die Geschichte vom kleinen Mr. Sackface. Ist dann so ein Denglisch, ey, aber so richtig. Eigentlich sollte Englisch sein, aber weil er halt nicht alles auf Englisch kann, streut er halt immer wieder deutsche Wörter ein. Ne, so wie, and that will never be changed, you bloody Blödkopf. Ist total bescheuert. Aber es ist nur dieser eine Track, der dann so dieses Mischmasch hat. Ich habe die letzten Tage viel Günther der Treckerfahrer gehört, ey, das ist auch total bekloppt. Aber ich mag so diese alten Comedies vom Frühstücksradio. Dietmar Wischmeier, Olli Welke, Oliver Kalkofe. Ich weiß gar nicht, wer da noch alles damals dabei war. Scheiße, jedes Mal fahre ich darauf ein, denke ich kann abkürzen. So, aber ich mache jetzt auch aus. Ich mache jetzt hier noch einmal Übernachtung, suche dann die Kirche auf, um zu speichern. Und dann lasse ich auch für heute Gott einen guten Mann sein. Wird nämlich ein bisschen stickig, die Luft. Und da, ja doch, die Luft wird ein bisschen stickig. Also ich freue mich schon drauf, wenn es wieder abkühlt. Dann werde ich auch wieder länger streamen. Ne? Und so müsst ihr jetzt immer ein bisschen damit leben, dass es manchmal auch nur Short-Streams sind. Ne? Also seid nicht böse. Keine Ausreden. Nein, seid nicht böse. Dafür gibt es morgen früh wahrscheinlich wieder einen Stream. Morgen früh oder morgen Mittag. Dann aber auch so relativ kurz. Da muss ich aber schauen, was ich mache. Vielleicht Cozy oder hier Lufia oder Ronan oder was anderes. Muss ich mal schauen. So. Oh, wie süß. Wer ist denn? Was hier auf dem Bildschirm die ganze Zeit? Ist ja langweilig. Ist damals ähnlich wie hier, wenn er bei Illusion of Gaia gesagt hat, ich will nicht fortsetzen. Hat es ja auch dann diesen ASMR-Teil, wo dann die Musik anders wurde und da war alles total gechillt. Oh, so. Gut. Dann danke für Zugucken. Sorry, dass es ein Shortstream war. Ich hätte gerne etwas eher angefangen, aber ja, mein Gott, ist nicht so schlimm. Ne? Papa hat Hilfe gebraucht und dann helfe ich halt auch gerne. Ne, alles gut. Ansonsten wäre das nämlich eher gestartet und dann wäre wahrscheinlich auch irgendwie so ein, ja, was wäre das jetzt schon fast 8 Stunden Stream gewesen. Aber ist egal. Ne? Es kommen auch wieder diese Tage, wo ich dann auch wirklich mehr streame. Und ich muss auch gestehen, jetzt an der Stelle gebe ich jetzt mal ganz ehrlich zu, ich war froh, dass ich nach Mama und Papa konnte, weil hier in der Bude, das war nicht auszuhalten. Ich wäre, glaube ich, eingegangen wie eine Primel. So, gut. Ich wünsche euch eine gute Nacht nachher. Ne, danke, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, ihr schaltet auch dann morgen wieder ein. Kann auch sein, dass ich spontan Donny stream, werden wir sehen. Aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder mit dabei seid. Macht es gut. Haut rein. Bis morgen. Ciao. Gute Nacht.